Der Muritz ist bekannt als die Forstraube am Markt, die universell einsetzbar ist. Mit der Seilwinde ist er klassisch als eine Kombination. Baut man die Seilwinde aus, kann ich auch mit der Forstfräse fahren, mit einer Seestreifenfräse, mit einer Pflanzmaschine. Der Moritz ist aber nicht nur der Meister im Forst, er ist auch der Meister in der Landschaftspflege. In unterschiedlichen Einsätzen wollen wir euch das heute zeigen. Wir starten beim einfachen Mähen in einem Solarpark und gehen hin bis zum Forstfräsen auf über 2000 Meter Höhe in einem Skigebiet. 5 spannende Einsatzreportagen erwarten euch jetzt. Viel Spaß! Für unseren ersten Einsatz haben wir uns mit Familie Lehr aus Mittelfranken verabredet, die hier in der Gemeinde Dinkelsbühl vor 3 Jahren einen Solarpark errichtet hat. Die Grünflächen zwischen den Paneelen müssen regelmäßig gemulcht werden, damit die Module nicht abgeschattet werden und jederzeit gut zugänglich sind. Hierzu wurde das ferngesteuerte Raupenfahrzeug Moritz in Kombination mit einem Humuskreiselmulcher angeschafft. Wie ist man zu dieser Lösung gekommen? Wir haben verschiedene Maschinen, Fahrzeuge ausprobiert, hat keine so unsere Vorstellungen richtig getroffen. Dann sind wir eines Tages übers Internet, YouTube, auf Moritz aufmerksam geworden, haben dann gesehen, dass der einen Anbauraum für 3-Punkt hat, und dann die Kombi mit dem Humusmulcher erschien uns als Möglichkeit. Dann hat man einen Vorführtermin vereinbart mit der Firma Pfanzl und haben das Ganze getestet, und ja, das Testergebnis war gut, und so sind wir im Endeffekt zu dieser Maschine gekommen und sind auch richtig zufrieden damit. Weidehaltung mit Rindern oder Schafen wäre keine Alternative gewesen. Einerseits befürchtet Familie Lehr, dass sich die Tiere an den Steckern und Kabeln der PV-Anlage zu schaffen machen würden. Andererseits verschmähen die Vierbeiner viele Unkrautpflanzen, weshalb am Ende des Tages doch wieder der Mulcher anrücken müsste. Wilfried Lehr, der hauptberuflich einen Zimmereibetrieb mit Holzhausbau leitet, wollte eine schlagkräftige und zuverlässige Lösung, die er mit dem Moritz gefunden hat. Hier arbeitet die rote, aber technisch baugleiche Ausführung von Schlang und Reichert, eine Schwestermarke der Firma Pfanzelt Maschinenbau. Unbeeindruckt zieht die kleine Raupe ihre Bahnen zwischen den Solarmodulen und zerkleinert in nur einer Überfahrt den üppigen Aufwuchs. Der 2,50 Meter breite Mulcher verfügt über einen hydraulischen Seitenverschub via Parallelogramm und einen schwenkbaren Mähkopf mit Tastbügel, um auch den Bereich zwischen den Stützen der Modultische sauber zu bearbeiten. Den Auflagedruck kann man über ein Potentiometer an der Fernsteuerung stufenlos einstellen. Der Mulcher wird direkt über die mechanische Zapfwelle angetrieben. So kann der Motor seine Kraft mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Nur ein Grund, warum sich Wilfried Lehr für den Moritz entschieden hat. Ja, der passt hier gut her, weil erstens Leistung satt, also Leistung hat der Moritz im Überfluss, hat 75 PS, ist für diese Arbeit mehr als ausreichend. Die Fläche hat mehrere Hektar, wo zu bearbeiten ist. Somit braucht man ein Gerät, das wo auch im Dauereinsatz seine Leistung erbringen kann. Und auch Hydraulikleistung, solche Sachen hat uns wirklich überzeugt. Und Zapfwellendurchtrieb war noch ein Thema, damit man handelsübliche Anbaugeräte verwenden kann. Und somit ist es ein rundum gelungenes Fahrzeug. Auch die Wendigkeit, die kompakten Abmessungen und die niedrige Bauhöhe haben die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst. Eine Anforderung war auch, dass wir eben unter den Modultisch drunter kommen, damit man da auch die Grünpflege machen kann. Man kann den Modultisch nicht unendlich hoch machen, hat statische Gründe von der Windlast her und solche Sachen. Von dem her ist schon das Gebot der Stunde, dass die Maschine kompakt sein muss. Und das erfüllt der Moritz. Und wie gesagt, kompakt in Kombination mit Leistung, das war der ausschlaggebende Punkt für uns. Den Moritz bedient hier Wilfrieds ältester Sohn Marvin. Die Steuerung über Funk funktioniert gut, sobald man sich daran gewöhnt hat. Der Unternehmer ist froh, dass er nicht, wie bei einem Traktor, auf der Maschine sitzen muss. Der Funk hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht dahin muss, wo die Maschine hin muss, sondern dass ich da stehen kann, wo ich bequem stehe, und das Ganze dann über die Fernbedienung eben dahin navigiere, wo er hin soll. Ist komfortabel und auf die Dauer dann auch notwendig. Der geschobene Mulcher kam hier probeweise zum Einsatz. Für mehr Schlagkraft setzt Familie Lehr üblicherweise ein breiteres, gezogenes Gerät ein, bei dem die Raupen das Gras vorher überfahren.
Befürchtungen, dass sich dadurch die Arbeitsqualität verschlechtern könnte, haben sich nicht bestätigt. Seitlich wird dieses Gerät hydraulisch auf einer Schiene verschoben. Angeschafft wurde der Moritz in erster Linie für die Mulcharbeiten im Solarpark. Wilfried Lehr hat aber schon weitergedacht und andere Anbaugeräte mitgekauft, um die Maschine besser auszulasten. Wir haben auch noch als Anbaugerät die Vossseilwinde und den Vossmulcher noch mit, was natürlich auch ein Einsatzspektrum in Zukunft werden wird und auch von uns gewollt ist, dass wir in diese Richtung, in diesem Bereich auch einsetzen. Wir wünschen Familie Lehr viel Freude mit ihrem neuen Moritz und fahren weiter nach Baden-Württemberg ins gut 40 Kilometer entfernte Künzelsau. Wir begleiten Micha Scheu von der Firma Pfanzelt, der hier einen Moritz mit Doppelmesser-Mähbalken bei einem Kunden vorführt. Der proportionale Fahrantrieb bietet zwei Geschwindigkeitsstufen, deren Bereich sich stufenlos vorwählen lässt. In der zweiten Stufe erreicht die Maschine bei vollem Joystick-Ausschlag eine Höchstgeschwindigkeit von 6 Stundenkilometern. Die beiden Raupenlaufwerke lassen sich hydraulisch um 40 cm auseinanderfahren, um bei der Arbeit in Hanglagen die Standsicherheit zu verbessern. Micha aktiviert die Arbeitshydraulik und setzt damit den Mähbalken in Bewegung. Zunächst bearbeitet er die flacheren Bereiche, um sich an die neue Gerätekombination zu gewöhnen. Alle Funktionen des Moritz lassen sich über die Funkfernsteuerung bedienen. Zum Fahren braucht man nur einen Joystick. So hat der Bediener die zweite Hand frei zur Steuerung des Arbeitsgeräts. Das großdimensionierte Fahrwerk und das geringe Eigengewicht der Maschine erlauben einen bodenschonenden Einsatz. Mit einem Drehregler kann Micha dem seitlichen Abdriften am Hang entgegenwirken. Das 2 Meter breite Doppelmesser-Mähwerk von KEMA wurde speziell für kleine Trägerfahrzeuge entwickelt. Mit einem Eigengewicht von 230 Kilogramm stellt es den Moritz vor keine große Aufgabe. Für den hydraulischen Antrieb werden ein Ölfluss von 30 Litern pro Minute und ein druckloser Rücklauf benötigt. Die Hubwerksentlastung kann Micha an der Fernsteuerung einstellen. Das komplette Mähwerk ist pendelnd aufgehängt und kann sich dem Boden quer zur Fahrtrichtung gut anpassen. Die Schnitthöhe bestimmt man über verschiedene Gleitkufen unter dem Mähbalken. Die beiden Scheiben trennen das Mähgut und sorgen so für einen gleichmäßigen Materialfluss. Trotz der beachtlichen Aufwuchshöhe fließt das geschnittene Gras gut nach hinten ab. Die Flächen mähen wir für die Firma Linder Mönch, wo für diese Arbeit normalerweise ein großer Motormäher verwendet wird. Geschäftsführer Johannes Linder erklärt uns den Sinn dieser Maßnahme. Wir sollen die Fläche mähen für den Landschaftserhaltungsverband in Künzelsau. Das sind Naturschutzflächen, ein Teil ist privat, ein Teil ist vom Land. Und das sind Magerwiese, wo relativ seltene Gräser und Tierarten drauf leben. Und das Ziel ist, dass die immer wieder abgeräumt werden, dass die Stickstoffeintragung einfach abgeräumt wird und dass hier keine Verdickung ist, dass die magere Rase eigentlich weiter erhalten bleibe. Johannes Linder besitzt selbst einen Moritz, der vorwiegend im eigenen Forstbetrieb mit der Seilwinde, am Forstmulcher, mit der Stockfräse und an der Sämaschine zum Einsatz kommt. Bei der Pflege dieser Naturschutzflächen nutzt er die Raupe mit einem Krokodilgebiss, um das Gras von den Hängen zu räumen. Zurück zu den Mäharbeiten. Weiter oben wird die Fläche immer steiler. Deshalb bringt Micha jetzt die neue Traktionswinde zum Einsatz. Dazu zieht er das Seil aus und befestigt es an einem Baum. Einmal aktiviert, regelt sich das System vollautomatisch. Das Seil wird synchron mit dem Fahrantrieb auf- und abgespult und immer mit dem eingestellten Wert vorgespannt. Diese Spannung kann man stufenlos an einem Drehregler einstellen. Bergauf unterstützt die Winde den Fahrantrieb, sodass der Moritz ohne Schlupf vorankommt. Bei Fahrten in Schichtlinie hält sie das Fahrzeug auf Spur und verhindert ein seitliches Abrutschen oder Umkippen. Bergab hilft das Seil, die Raupe zu bremsen. Über einen Faster Schnellkuppler wird die Winde von der Leistungshydraulik des Moritz mit Öl versorgt.
Die hydraulische Seilführung gewährleistet eine saubere Wicklung auf der Trommel. Der vertikal gelagerte Rotationsarm lässt sich bei Bedarf verlängern. Er sorgt dafür, dass das gespannte Zugseil den Moritz nicht behindert. Die Raupe kann sich frei in alle Richtungen bewegen. Die Traktionswinde ermöglicht bodenschonendes Arbeiten und bringt mehr Sicherheit in den Steilhang. Sie verschiebt die Einsatzgrenze in Bereiche, wo man mit solchen Fahrzeugen bisher nicht arbeiten konnte. Auch Forstunternehmer Johannes Linder ließ sich davon überzeugen und hat einen zweiten Moritz mit Traktionswinde bestellt. Später im Video werden wir dieser Technik noch einmal begegnen. Doch vorher schauen wir uns noch einen anderen Einsatz an. Diesmal im Bereich von Baumpflege und Spezialfällungen. Auch hier erweist sich der Moritz als wertvoller Helfer. An das Dreipunkthubwerk kann man nämlich verschiedenste Geräte koppeln. Wie hier einen kleinen Holzhacker. Der Biber 2 ist das Einstiegsmodell vom österreichischen Hackerspezialisten Eschelböck. Für den Anbau am Moritz hat der Hersteller die Maschine in einigen Punkten optimiert. Eine tolle Ergänzung für viele Landschafts- und Baumpflegebetriebe, die ohnehin schon eine Funkraupe im Fuhrpark haben. Der Einzug wird von Hand beschickt. Das rotierende Scheibenrad im Inneren verarbeitet bis zu 15 cm dicke Holzstämme. Damit lässt sich das Astmaterial vor Ort zerkleinern und direkt verladen. Die stärkeren Abschnitte bleiben beim Kunden, der daraus Brennholz macht. Auch bei der Arbeit mit dem Hacker trumpft der Moritz mit seiner mechanischen Zapfwelle auf, die einen hohen Wirkungsgrad sicherstellt. Ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Forst- und Mulchraupen, die üblicherweise nur mit hydraulischer Kraftübertragung arbeiten. Hungrig frisst der kleine Hacker alles weg, was die beiden Einzugswalzen erwischen. Auch dickere Äste sind für die Maschine kein Problem. Den Auswurfkrümmer verschwenkt man von Hand. Für den Transport wird der Hacker mit der Dreipunkthydraulik angehoben, die Abstützung hochgeklappt und der Kamin heruntergeschwenkt. Die kompakte Kombination eignet sich hervorragend für die Arbeit unter beengten Platzverhältnissen, so wie es im städtischen Bereich oder in Wohngebieten oft der Fall ist. Wenn das Raupenfahrwerk eingezogen wird, ist die Maschine gerade einmal 1,20 Meter breit. Auch der Transport ist denkbar einfach. In unserem Fall auf einem kleinen Hackenliftcontainer der Firma Unsinn. Schnell ist der Moritz samt Hacker verladen und mit flotter Fahrt geht's zum nächsten Kunden. Jetzt widmen wir uns einem kritischeren Thema, der Fällung von Problembäumen. Das sind kranke Bäume entlang von Verkehrswegen mit viel brüchigem Holz in der Krone. Ein kleiner Windstoß reicht aus, um dürre Äste abzubrechen, die dann Fußgänger verletzen oder Fahrzeuge beschädigen können. Solche Bäume müssen dringend entfernt werden. Aber auch die Fällung ist anspruchsvoll und gefährlich, begibt sich doch der Waldarbeiter direkt unter die fragile Krone. Hier haben sich die Entwickler von Pfanzelt eine pfiffige Lösung ausgedacht. Den Personenschutzschirm für die Forstraupe Moritz. Das Gerät ist hinter dem Windenschild befestigt und lässt sich für den Transport kompakt über dem Fahrzeug zusammenlegen, sodass es kaum stört. Für bestmögliche Standsicherheit werden auch hier vorab die Raupen auseinandergefahren. Um den Personenschutzschirm in Position zu bringen, fährt man den Moritz direkt vor den Baum und drückt das Schild als Stütze auf den Boden. Musik
Für eine windenunterstützte Fällung nimmt der Forstarbeiter den Baum zunächst ans Seil und richtet eine Umlenkung ein. Um den Schirm zu bedienen, wird die Funkfernsteuerung des Moritz um ein zusätzliches Modul erweitert. Über eine clevere Geometrie wird dann der Träger hydraulisch angehoben und gegen den Stamm gedrückt. Danach kann man über zwei weitere Zylinder den Schirm auf seine volle Breite entfalten, sodass er den kompletten Baum umschließt. Der Forstarbeiter beginnt jetzt mit der Fällung und ist dabei vor herabfallenden Ästen geschützt. Der Schirm ist so ausgelegt, dass er die gleichen Kräfte aufnehmen kann wie eine für den Forst nach FOPS-Kriterien geprüfte Schlepperkabine. Dies wurde auch durch entsprechende Tests nachgewiesen. Der Moritz erfüllt hier zwei Aufgaben in einer Maschine: Personenschutz und Fellhilfe. Nachdem der Stamm sorgfältig eingeschnitten wurde, öffnet man den Schirm nach vorne und bringt den Baum mit der Seilwinde zu Fall. Wie eine Porzellanvase zerplatzt die Krone beim Aufprall am Boden in viele Stücke. Die herabfallenden Äste lassen nur ansatzweise erahnen, welche Gefahr hier geschlummert hat. Die Fällung war längst überfällig und konnte mit Hilfe des Personenschutzschirms sicher vollzogen werden. Wie versprochen, schauen wir uns jetzt noch einen spektakulären Einsatz mit der neuen Traktionswinde an. Dazu begeben wir uns nach Österreich, ins Tiroler Oberland, nach Serfaus. Forstarbeiter Michael Knabel von der Firma HWR Rundholz transportiert für uns den Moritz mit einem PKW-Anhänger hinauf ins Skigebiet. Der Einsatzort liegt weit über der Baumgrenze auf rund 2100 Metern Seehöhe. Dort soll die Maschine vorgeführt werden, damit sich der Kunde einen Eindruck von der Arbeit am Steilhang verschaffen kann. Oben angekommen fährt Pfanzelt-Mitarbeiter Micha Scheu die ferngesteuerte Raupe vom Anhänger. Das verstellbare Fahrwerk und seine Vorteile habt ihr schon kennengelernt. Mit einer Schlinge und einem Schäkel richtet Micha zunächst einen Sicherungspunkt ein. Danach zieht er das Seil der Traktionswinde heraus und hängt den Karabiner ein. Für mehr Bewegungsfreiheit lässt sich der Führungsarm verlängern. Micha bringt das Seil auf Spannung und kann nun mit der Maschine behutsam über die Wegkante fahren. Die Winde hält den Moritz zurück, sodass wir entspannt nach unten zur Einsatzfläche fahren können. Als Arbeitsgerät haben wir die Forstfräse Max dabei. Über die Fernsteuerung schaltet Micha die Zapfwelle ein und bringt den Rotor auf Touren. Heute geht es darum, die Alpenerle zurückzumulchen, die hier über die Sommermonate auf den Pisten wuchert. Durch diese Maßnahme kann der Skibetrieb früher aufgenommen und im Frühjahr länger aufrechterhalten werden. Denn nur wenn die Vegetation vollständig vom Schnee überdeckt wird, darf der Betreiber die Piste für die Wintersportler freigeben. Das Gelände ist steil. So steil, dass auch Michas Trittsicherheit auf die Probe gestellt wird. Tapfer kämpft sich der Moritz durch das mannshohe Gestrüpp. Die 75 PS aus seinem Vierzylinder-Dieselmotor kann er hier gut gebrauchen. Die Forstfräse Max wurde speziell für den Moritz entwickelt und zählt zu den leichtesten Gestrüppmulchern in ihrer Klasse.
Heute wird ein neuer Rotor getestet. Anstelle der 40 Rundmeißel zerkleinern hier 20 fest verschraubte Klingenwerkzeuge das Material. Ziel ist ein besseres Mulchergebnis bei gleichzeitig geringerem Kraftbedarf. Die hydraulisch schwenkbare Frontklappe ermöglicht es, sowohl stehendes Gestrüpp niederzufräsen, als auch liegendes Material aufzuarbeiten. Für eine optimale Nachzerkleinerung sind Gegenschneiden in die Klappe eingearbeitet. Ein Kettenvorhang im Heck der Maschine soll verhindern, dass Steine oder Holzstücke nach hinten weggeschleudert werden. Große Böschungswinkel und die hohe Bodenfreiheit verleihen dem Moritz eine gute Steigfähigkeit und erlauben das Überfahren von Wurzelstöcken und anderen Hindernissen. Die Gummibänder werden auf Doppelleiträdern geführt und hydraulisch auf Spannung gehalten. Das verhindert ein Abspringen im schwierigen Gelände. Die neue Traktionswinde ist hier unverzichtbar. Ohne die permanente Sicherung am Seil wäre die Arbeit auf solchen Steilflächen nicht möglich. Die Winde wird synchron mit dem Fahrantrieb gesteuert und hält das Seil permanent auf Zug. Der rundum drehbare Führungsarm erlaubt Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Seillängen bis 1000 Meter sind möglich. Um ein Gefühl für die Steilheit zu bekommen, haben wir einen kabellosen Neigungsmesser am Moritz montiert. Der Blick auf das Display bringt Klarheit. Die Traktionswinde verschiebt die Einsatzgrenze des Moritz auf ein neues Level. Auch der zukünftige Fahrer Michael Knabel ist begeistert. Heute haben wir in der Lazit Ost. Es ist im Winter eine schwarze Piste, also ist relativ steil. Und das hat eigentlich der Moritz mit Bravour, hat er das mit der Traktionswinde gelöst. Ich war selber beeindruckt eigentlich von der Steilheit, was der bewältigt hat und wie sauber er das gemulcht hat. Durch das, dass die Traktionswinde immer sicher am Seil ist, hat das eigentlich super funktioniert. Der leichte Moritz in Kombination mit dem Zug der Winde ermöglicht hier einen bodenschonenden Einsatz. Das war auch für HWR Rundholz ein entscheidendes Kriterium. Das ist eigentlich ein kleines, kompaktes Gerät, wo du eigentlich das, was ganz bleiben sollte, bleibt ganz und nur das, was du mulchen solltest, wird da wirklich gemulcht. Das ist eben bei uns sehr wichtig im Skigebiet, auch das Bodenschonende. Und das erfüllt der einmal vollkommen. Bei HWR Rundholz wird der Moritz aber nicht nur am Mulcher laufen. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der einfache Transport der Maschine haben den Forstunternehmer überzeugt. Also wir in der Firma nutzen den sicher nicht zur Gänze. Nur Mulcherweite, wir brauchen auch die Winde. Also wir haben 7,2 Tonnen Winde auf dem Moritz verbaut. Und durch das, dass wir eigentlich in vielen Gemeinden schnell einmal da sein müssen, die können wir schön aufs Auto auflegen, mit dem Pkw transportieren, sind es alle hohe Transportkosten im Spiel. Und da dann mit dem Pkw bist du schnell an Ort und Stelle. Der Forstunternehmer möchte den Moritz auch zur Unterstützung seiner beiden Seilbahnen nutzen, um die Holzbringung im schwierigen Gelände noch effizienter zu gestalten. Wir haben eigentlich, sind schon zwei Seilbahnen und wir hatten eben vor, den Moritz auch mit der Seilbahn in Schlag selber runterzubringen und im Schlag unten eigentlich die Bäume zuziehen zur Seilbahn und nachher mit der Seilbahn abtransportieren. Das ist eben durch das Einsatzgewicht, geht das nur mit so einem kleinen Gerät. Wo du früher einmal zwei Seilbahnen runtergespannt hast, brauchst du jetzt zum Schluss nur eine, weil du kannst das ziemlich mit dem Moritz auf eine Seilbahn ziehen und nachher da sparst du eigentlich da eine ganze Seilbahnspannung und jede Menge Zeit. HWR Rundholz ist nur einer von vielen Anwendern, die mit der Entscheidung für den Moritz ihre tägliche Arbeit einfacher, schonender und vor allem sicherer gestalten konnten. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Welche Einsatzmöglichkeiten seht ihr für den Moritz? Schreibt uns gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Die 5 Einsätze, die ihr jetzt gesehen habt, beweisen, der Moritz ist der Meister der Landschaftspflege und kommt in die Extreme.
Er hat gezeigt, wie viel Leistung er hat beim Hacken. Er hat gezeigt, in welchem steilen Gelände er unterwegs sein kann und wie gut er den Mann, der unter ihm arbeitet, schützen kann. Schon in einer Woche, am 8.12., startet der nächste Themenabend der Forstarena. Da dreht sich dann alles um das naturnahe Aufforsten und den naturnahen Wald und Bau. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.